Herr Laschet, fahren Sie nach Nürnberg, fahren Sie in die Heimatstadt von Markus Söder und bieten Sie dem CSU-Vorsitzenden die Kanzlerkandidatur an. Die neuesten Zahlen heute von Forsa, dem Meinungsforschungsinstitut, sind so verheerend für die CDU, dass dieser Weg der richtige ist. Es ist kein Weg nach Canossa, sondern einer im Dienst ihrer Partei. 23% für Olaf Scholz und 22% für Sie und die CDU. Das ist historisch. Seit 2006 war die CDU nie mehr hinter der SPD. Sie, wenn ich das sagen darf, haben es geschafft. Denken Sie jetzt nicht an sich, denken Sie an die Union, denken Sie an Ihre CDU, denken Sie an die Kanzlerschaft, denken Sie an die Führung einer Koalition und denken Sie dann eben auch an Markus Söder. Es wäre eine große Geste, die Ihnen viele Ihrer Parteimitglieder und wahrscheinlich auch viele Deutsche danken würden. Fahren Sie nach Nürnberg, Markus Söder, ich bin sicher, der wartet schon. Ja, ich würde es machen wie im Fußball, also mit Emotionen alleine. Die sind zwar da, wenn du plötzlich nach 2006 so vor die Fresse kriegst, dann geht immer weiter runter. Aber in so einer Frage, auch einen Monat vor den Wahlen, bin ich genau für Analysen. Ganz knallhart, das heißt, ich muss analysieren auf Parteiebene. Warum, wieso, weshalb? Aber da ist nicht mehr viel Zeit, Kalli. Es muss trotzdem analysiert werden. Wie oft hast du denn als Manager vier Niederlagen? Nach einem Spiel gibt es eine Spielersitzung. Ja, ein Spiel, vier Niederlagen, fünf Niederlagen. Du hast doch den Trainer, dann doch absolviert. Ja klar, habe ich doch gerade gesagt, da gibt es eine Analyse, da gibt es eine Spielesitzung, danach wird fürs neue Spiel aufgestellt. Da kann auch mal ein Nationalspieler rausfliegen, weil man sagt, deine Aufgaben hast du nicht hundertprozentig erfüllt. Und deswegen haben wir da eine Schwachstelle, wir ändern das. Aber ich bin gegen Gefühle in so einer Frage jetzt, dass das nicht so spurlos an einem vorbeigeht, ist klar. Aber nüchtern analysieren, und zwar, was macht die Gegenpartei besser, wo haben wir die Fehler, wo drückt es bei uns, müssen wir so, ja, zu Not, Sache, was du sagst, die vielleicht Sache, auswechseln, ein Spieler, es wird manchmal von Top-Spieler ausgewechselt, Die Sache ist verhältnismäßig eindeutig, also Markus Söder, der übrigens ja irgendwie auch in der Union ist, also irgendwie auch mitverantwortlich ist für die schlechten Ergebnisse, hat aber die weitaus besseren Beliebtheitswerte und die Menschen halten ihn offenbar für den besseren Macher. Ist das so? Ja, bundesweit ist das so. Also ich meine, erstens mal ist es ja sehr schwer, jetzt einfach noch vor der Wahl den Kandidaten auszuwechseln. Da müsste eigentlich ein Parteivorstand erstmal den Parteitag entscheiden. Das ist das Erste. Ein Ausweg wäre es, wenn Laschet selber zurücktreten würde. Dann wäre das einfacher. Ich sage, er soll hinfahren und tun. Ja, aber da muss man auch an den Herrn Merz zum Beispiel denken, nicht nur an den Herrn Söder. Also in den Umfragenwerten hatte ja Merz auch bei den jungen Leuten erstaunlichen Zuspruch, muss ich sagen. Und ist Söder im Norden Deutschlands vertretbar? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, also sozusagen, er war ja schon nah dran. Söder hätte ja schon sozusagen zugreifen können, wenn er es gewollt hätte. Er hätte in die Fraktion gehen müssen und dort hätten sie ihn wahrscheinlich sogar gewählt. Ja, warum hat er es nicht gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, das war falsch. Ja, und jetzt Söder ist nicht der falsche Kandidat ist. Also ich frage mich jetzt immer noch, warum wir immer noch darüber debattieren, ihn zu nehmen. Hm? Söder ist ein Pseudo-Popstar, aber nicht jeder Deutsche möchte so jemanden, der immer nur von sich selbst redet, im Mittelpunkt steht, als Kanzler haben, Klaus. Ich wäre da auch eher dabei. Hm? Was ist eigentlich aber, mit sozusagen jeder Deutsche muss es auch nicht, aber vielleicht nicht nur 22% der CDU-Anhänger, sondern 30 oder 32, um die geht es ja. Und die glauben, alles was wir wissen, eigentlich eher an Markus Söder. Also ich habe den Klaus Strunz noch nie so verzweifelt am Fernsehen gesehen. Das ist fast erschüttert. Ich musste eigentlich jetzt fast mein Nastuch, das ich nicht bei mir habe, aus der Tasche ziehen. Mein Gott, diese armen Deutschen, die Journalisten. Jetzt müsst ihr diesen Wahlkampf begleiten, der ja von, wie sagt man, geradezu aufreizender Trostlosigkeit ist. Aber ich muss dir sagen, lieber Klaus, du wirst also auch mit dem Kandidaten Söder nicht glücklich werden. Denn Markus Söder, also ich gehöre nicht zu seinem Fanclub, obwohl ich ein großer Bewunderer der Bayern bin. Klingt schon ein bisschen so. Nein, der ist einfach... Dass du jetzt auf so einen Blender abfährst hier in dieser Runde, das hätte ich nicht von dir gedacht. Begründe Blender. Ja, ich meine...
Der Markus Söder, seine Kernkompetenz ist, er kann sich verkleiden und er kann als Schreck auftreten. Er kann als der Gitarrist von Kiss auftreten. Er könnte sich verkleiden, er würde aussehen wie du. Wenn er sich eine Brille anzieht, dann ist er wie ich. Er könnte den Kalli imitieren. Das ist der Brillante. Er ist der brillanteste Schauspieler in der deutschen Politik. Ja. Und ich finde es wieder mal bezeichnend, dass sich ausgerechnet die hochgeschätzten kritischen Journalisten wie Klaus Strunz von Söder blenden lassen. Ich glaube, der Laschet, um jetzt hier den Laschet noch zu verteidigen mit diesen desaströsen Umfrageresultaten, der ist in seiner ganzen auch Langeweile und unspektakulären eben Trostlosigkeit, ist er authentischer als Söder und er führt ein ganz wichtiges Bundesland. Und er macht das eben nicht also, als Blender. Und ich will auf die Frau schauen. Aber die Frau hat den Blender geschaut. Ich bin selber ein Blender. Ich durchschaue die Blender. Patricia, einmal muss ich antworten können, als sozusagen der von Söder offenkundig angeblich geblendete. Ja, angefixte. Der angefixte. So ist es ja nicht. Meine These ist ja nicht, ich bin ja jetzt nicht der Anführer des Markus Söder Fanclubs. Ich bin nicht der Anführer des Markus Söder Fanclubs. Dafür kenne ich ihn schon zu lang. Ah, okay. Aber es geht darum, wer hat die besseren Chancen für die Union die meisten Stimmen zu holen. Und da gibt es einfach jetzt sehr viele Daten, die gegen Armin Laschet sprechen. Und es gibt sehr viele Umfragen, die Markus Söder da deutlich besser sehen. Dann würde ich doch, wenn ich jetzt sozusagen in der Union was zu sagen hätte, sagen, jetzt ist der letzte, der allerletzte Moment, das nochmal neu zu bewerten, statt gemeinsam. Aber du weißt, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Ja. Unbefriedigend, ja. 23-22. Ja. Wenn ich dir zuhöre, denke ich, das wäre 80-20 für die Söder-Auswahl. Ich finde Söder gut. Im Gegensatz finde ich Söder in Ordnung. Aber bei 23-22, weil ich eingangs gesagt habe, muss vernünftig analysiert werden. Wo ist der Beste? Wo sind die Fehler? Wo macht der Gegner uns Schwierigkeiten? Und nicht so wie du so ein bisschen, ich dachte, du hättest noch einen Söder-Unterhemd an. Das wäre hart, ne? Oder so ein Söder-Tattoo. Ich finde Söder viel besser wie du, Ruhig, aber trotzdem 23-22. War ich jetzt zu hart gegen Söder? Jetzt muss man nicht was sagen. Ich möchte jetzt mal eine Prophezeiung machen. Ja? Und ihr werdet nach dem 26. an mich denken. Die Deutschen sind viel konservativer, als wir glauben. Bei der Umfrage zeigt sich der Scholz natürlich wahnsinnig sympathisch, so wie so ein Gymnasialdirektor gefasst und so weiter. Der Laschet ist ja mehr so der Karnevaltyp. Aber im Endeffekt, wenn der deutsche Mensch, Männer, Frauen, Diversitäten, alles was, wenn der in der Wahlkabine steht oder seine Briefwahl macht, wird er ganz konservativ wählen. Und deswegen glaube ich, dass der Laschet einfach mehr Stimmen bekommen wird, beziehungsweise die Union. Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Ich bin ganz sicher, dass der Deutsche viel konservativer ist, als die Umfragen es uns jetzt erscheinen. Aber was ich noch interessant finde bei diesem Wahlkampf, jetzt von außen betrachtet, wenn ich mit Deutschen spreche, die in der Schweiz sind, dann sind die also schon unterbegeistert von dem Personal, das jetzt hier zu dieser Auswahl antritt. Und das finde ich schon noch bemerkenswert. Ich meine, Deutschland steht an einem ganz interessanten und wichtigen Punkt seiner Entwicklung. Es geht jetzt, die Frau Merkel tritt ab. Ich gehöre nicht zu denen, die immer da die Frau Merkel in die Tonne getreten haben. Ich bin der letzte Merkel-Versteher hier und habe sie eigentlich immer verteidigt, zusammen mit Patricia Merkel. Jetzt habe ich euch verstanden. Aber ihr seid Merkel-Versteher. Deshalb mögt ihr auch den Laschet. Jetzt habe ich es verstanden. Ihr seht den Laschet sozusagen als neue Frau Merkel. Jetzt. Aber wie beurteilst du die Qualität des deutschen Personals im Wahlkampf auf einer Skala von 1 bis 6? 1 ist das Beste. Durchschnitt. Was ist das für dich? Naja, eine 5,5. Also wirklich schlecht. Aber es geht ja nicht darum, jetzt Ästhetikkritik zu machen. Es geht ganz knallhart darum, wenn ich nämlich nochmal in die Unionsperspektive versetze, wer holt die meisten Stimmen? Und da gibt es begründete Zweifel, dass Armin Laschet die Kraft dazu haben wird, außer man glaubt eben an diesen Umschwung kurz vor Schluss. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Söder und Laschet? Laschet ist von seinem Typus her ein Teamplayer. Und Söder ist quasi die Einzeldiva. Und ich war ein bisschen hart vorher zu ihm. Der hat schon Qualitäten, der Söder. Aber das Söder-T-Shirt drunter, ne? Nein, er ist einfach der Selbstdarsteller, der alles alleine macht. Während Laschet scheint mir eher der Mann zu sein, der sein Team dann zusammenstellt, diesen Merkel-Kurs etwas korrigiert und in seiner ganzen Unspektakularität eben dann wiederum sehr authentisch wirkt. Aber natürlich
begeistert bin auch ich nicht. Ich wünschte mir, dass du endlich mal in die Politik einsteigst, Klaus. Oder Rainer Kallmund. Dann wäre doch was los. Zusammen mit Rainer, ja, oder, zusammen mit Kalli könnten wir es vielleicht machen. Also, ich glaube, wenn wir hier, ich habe irgendwie, mich hat das Gefühl beschlichen, wenn wir hier jetzt abstimmen würden, Söder oder Laschet, ist es 1-4, ne? Wollen wir es mal schnell machen? Wer sagt, Söder soll es machen? Ich habe es mir schon gedacht. Was habe ich mir denn da? Was habe ich mir denn da? Du hast uns überzeugt. Was habe ich mir denn da? Was hab ich mir denn da für ein komisches Thema ausgesucht? Ja, ein totales Minderheitenthema. Aber Klaus, was kannst du für jemanden sein, der so ein, ja, ich würde schon fast sagen, Judas war gegenüber seiner eigenen Partei? Er hat doch Laschet so sehr geschwächt. Ich habe ja gesagt, er ist selbst, ja, hinter ihn gegangen wäre und gesagt hätte, wir machen es jetzt. Es geht in der Union um diese Fragen jetzt nicht mehr aus meiner Sicht. Es ist sozusagen kurz vorm Abgrund. Und ich würde jetzt, um in Kallis Welt zu kommen, es ist sozusagen 5 Spiele verloren. Der Abstieg, Analyse, der Abstieg, Analyse, der Abstieg, sachliche, der Abstieg. Aber ich habe nochmal, die Spielergebnisse sind doch die sachlichste Analyse, die es gibt. Also verloren, knapp, verloren. 23, 22. Ja, aber er kommt doch von 35. Verloren, 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 Abgrund oder Söder. Aber ihr folgt mir nicht. Wo Laschet draufsteht, ist Laschet drin. Das ist das und wo Problem. Söder draufsteht, da wissen wir nicht, was rauskommt. Damit okay, das also darüber denke ich nochmal nach, bevor ich dann nachher in meine Markus Söder-Bettwäsche einschlummer und mein Markus Söder-Handtuch nehme. Ich halte Söder besser für den Roger, muss ich ganz klar sagen. Mir gefällt auch seine Art, wie er auftritt. Und es ist nicht so, dass er nur mal missbraucht. Er hat sehr erfolgreich auch in der Politik hantiert. Muss man auch dazu sagen. Das war langsam genug, aber das hat nichts mit seiner Frage. Aber sozusagen trotzdem wird der Laschet uns alle noch überraschen. Der hat nämlich doch mehr Intus, als man gemeinhin denkt. Ja. Aus Laschet wird er überrascht. Das ist es. Aus Laschet wird er überrascht. Ja, da kommt besser wird es nicht mehr bei dem Thema. Ja.